Guten Morgen. Willkommen zum philosophischen Espresso, die erfrischende Dosis, Denkanstoß und Lebensweisheit. Heute blicken wir auf ein nettes und launiges Sprichwort. Ist der Tag nicht dein Freund, so ist er dein Lehrer. Dieser Satz inspiriert uns dazu zu erkennen, dass selbst die schwierigsten Tage wertvolle Lektionen in sich tragen, wenn wir bereit sind, sie zu entdecken und anzunehmen. Konfuzius, der chinesische Meister der Weisheit, hätte es so formuliert: Der Edle klagt nicht über den Himmel und der Weise tadelt nicht die Menschen. Für Konfuzius liegt in jedem Moment des Lebens eine Lehre. Statt Widerstände zu beklagen, lehrt er, die Umstände anzunehmen und daraus zu lernen, mit dem Ziel, sich selbst zu vervollkommnen. Seneca, der römische stoische Philosoph, bietet eine zeitlose Perspektive. Unglück besteht nicht in dem, was dir zustößt, sondern in deiner Reaktion darauf. Für Seneca liegt die wahre Lehre in der Kunst, unsere Emotionen zu meistern und Widrigkeiten mit Ruhe und innerer Stärke zu begegnen. Ein moderner Denker wie Viktor Frankl, ein Holocaust-Überlebender und Begründer der Logotherapie, könnte hinzufügen: Zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. In diesem Raum liegt unsere Macht, unsere Antwort zu wählen. Frankl zeigt, dass selbst in den dunkelsten Momenten des Lebens unsere Haltung und unsere Entscheidungen uns wichtige Lehren für die Zukunft schenken können. Zusammengefasst: Ein schwieriger Tag ist nicht notwendigerweise ein Feind, sondern eine Chance. Konfuzius mahnt uns zur Gelassenheit, Seneca inspiriert zur inneren Stärke und Frankl ruft uns zur bewussten Wahl unserer Reaktion auf. Bis bald beim nächsten philosophischen Espresso.